So, wir werden jetzt fortfahren in der Lehre über das Wort Gottes oder konkret jetzt unser Umgang mit dem Wort Gottes. In der letzten Einheit habe ich sehr stark betont, einfach diese Haltung der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit gegenüber Gottes Wort, dass überhaupt die Voraussetzung ist, dass der Heilige Geist das geschriebene Wort lebendig machen kann und wir wirklich Nahrung empfangen, Auferbauung empfangen, Hilfe empfangen, Ausrichtung, Orientierung, Motivation und so weiter. Jetzt wollen wir ein bisschen genauer anschauen, ja, wie sieht das denn jetzt aus, ganz praktisch? Wie gehen wir um mit dem Wort Gottes, um all diese wunderbaren Segnungen, die wir schon angeschaut haben, auch wirklich zu erleben? Wir brauchen eine Wertschätzung des Wortes Gottes, eine tiefe Dankbarkeit. Und die kommt zustande, wenn wir das tun, was die Bibel sagt, dass wir nachdenken über das Wort, nachsinnen über Gottes Wort. Das ist etwas ganz, ganz anderes, als kontinuierlich Bibel zu lesen. Und das ist der Weg, wie das Wort Gottes wirklich uns aufgeschlossen wird, wie es lebendig wird für uns und wie es unseren Geist berührt. Lass uns einmal zu Psalm 1 gehen. Und dort haben wir eine solche Beschreibung und dann schauen wir uns noch andere an, wie wir ganz praktisch wirklich das machen sollen mit dem Worte Gottes. So, jetzt aber. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern stattdessen, was tut er? Seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das ist das Entscheidende, was das Wort oder was dem Heiligen Geist Gelegenheit gibt, das Wort lebendig zu machen. Also ganz anders als viel Bibeltext hintereinander zu lesen. Nachsinnen ist genau das Gegenteil. Wir nehmen einen einzigen Vers oder vielleicht sogar nur einen halben Vers und auf den schauen wir und den bedenken wir, den sprechen wir aus. Dieses Nachsinnen hat auch ganz viel zu tun vom Hebräischen her mit Murmeln, vor sich her sprechen, das Wort immer wieder aussprechen. Das ist so, so wichtig. Und je mehr wir das tun, und wir tun das, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den Herrn richten, dann kann der Heilige Geist kommen und kann uns das lebendig machen. Nachsinnen, Tag und Nacht. Und du sagst ja, irgendwann muss ich auch mal schlafen. Du kannst auch im Traum dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Du kannst dich so füllen mit dem Wort Gottes, dass du auch im Traum das Wort lebendig vor Augen hast und dich damit füllst und beschäftigt. Und schau mal, was für gewaltige Segnungen dadurch kommen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Was für mich ein Bild für erschlaffen, Müdigkeit oder irgendwie pausieren. Nein, nein, der im Wort ist, der gegründet ist im Wort, der ist frisch und bekommt immer wieder neuen Nachschub und er bringt immer wieder Frucht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Was für eine Verheißung. Alles, was er tut, alles, was er anfängt, es funktioniert. Gott segnet das Werk seiner Hände und er hat Erfolg. Gleich, wenn wir uns eine Parallelstelle anschauen, da kommt auch dann dieses Wort Erfolg. Und manche Religiöse haben ein bisschen Problem mit dem Wort Erfolg. Ja, aber das liegt nur daran, dass sie das Wort Erfolg aus einer weltlichen Perspektive irgendwie beleuchten. Aber Erfolg heißt einfach, du tust das, was Gott dir aufgetragen hat. Du erfüllst deine Berufung. Du tust genau das, was Gott von dir wollte. Das ist Erfolg. Und Gott will uns erfolgreich machen. Er will uns machen zu solchen, die um seines Namens willen wirklich Frucht bringen. Und diese Frucht kommt aus der Betrachtung des Wortes Gottes. Was für viele Aktivisten irgendwie wie Zeitverschwendung klingt, das ist das, was Gott geboten hat und was uns verordnet hat, dass wir wirklich Zeit verbringen und dass wir im Wort sind und nachdenken über das Wort und uns füllen mit dem Wort. Paulus sagt, Kolosser 3,16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen.
Viele lassen das Wort nur zu Besuch kommen am Sonntagmorgen. Aber wir sollen das Wort wohnen lassen. Was ist der Unterschied zwischen Besuch und Wohnen? Wenn jemand kommt und wohnt bei dir, dann wird sich alles ändern. Dann wird sich deine Wohnung umarrangieren und nichts mehr wird sein wie vorher. Und Gott will nicht kommen und wohnen als Untermieter, sondern er ist der Hauptmieter. Und er wird die Möbel umstellen, wird alles verändern. Und er wird jetzt bestimmen, wie es aussieht und wie es abläuft zu Hause. Gott will Wohnung nehmen. Und er nimmt Wohnung bei uns, indem das Wort Gottes in uns reichlich Wohnung nimmt. Lass uns einmal gehen zu Josua Kapitel 1. Und hier haben wir ein wunderbares Wort, das Gott dem Josua gibt, der jetzt die Leitung übernehmen soll. Mose als Führer hat jetzt abgedankt und jetzt kommt Josua und übernimmt die Führung des Volkes Israel und soll sie in das gelobte Land hineinbringen. Und natürlich, weil er ja enger Vertrauter war mit Mose, hat all das mitgekriegt, all die Auflehnung und Rebellion und Anfeindung und all das. Und angesichts dieses Auftrags war ihm Angst und Bange. Und da kommt Gott und ermutigt ihn und tröstet ihn. Josua Kapitel 1, Vers 5. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern gesprochen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder von zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wohin du gehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Rede immer wieder das Wort, sprich das Wort, bedenke das Wort, hab das Wort auf deinen Lippen. Lass das Wort nicht, das Gesetz nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben und wirst auf deinen Wegen gelingen haben auf deinen Wegen und du wirst weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und nicht unverzagt, sondern der Herr dein Gott ist mit dir, wohin du gehst. Diese Gemeinschaft mit Gott und diese Hand Gottes, die ihn führen wird, die ihn stark machen wird, die ihn schützen wird, kommt durch das Wort Gottes, das er bedenkt und dem er forscht und das er immer wieder auf seinen Lippen hat. Das ist, was jedes Wort Gottes sagt. Das ist der Auftrag Gott an Josua. Und es ist nicht nur an Josua, sondern dieses Wort ist für uns und für jeden anderen auch. Wir haben hier gelesen in Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass das wieder vorkommt im Neuen Testament. Im Hebräerbrief wird genau das zitiert. Und da wird uns gezeigt, das war nicht nur ein Wort für Josua, das war ein Wort für jeden Einzelnen. Und dieses Wort sollen wir persönlich ergreifen und dann sollen wir darauf reagieren. Lass uns einmal zu Hebräer Kapitel 13 gehen. Vers 5 und im zweiten Teil. Er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Was für eine Zusage, was für ein Wort. Und das soll tief in uns hineingehen, gerade wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Herausforderungen kommen, wenn Bedrängnisse kommen, dann brauchen wir diese Gewissheit. Gott ist wirklich da und er hat Acht auf uns. Weil was der Teufel tut in Bedrängnissen, zu sagen, du bist hier ganz alleine, Gott hat dich schon längst abgeschrieben, der ist mit anderen Dingen beschäftigt, der schaut nicht auf das, was dir passiert und wie es dir geht, der ist abwesend. Und durch dieses Wort, das lebendig werden soll in unserem Herzen, können wir dieser Lüge des Teufels entgegentreten und können uns zur Wehr setzen, durch das Wort Gottes.
Und hier sehen wir ein Musterbeispiel, wie es geht. Hier ist eine Verheißung Gottes. Hier ist ein Wort, das Gott gegeben hat. Und jetzt was? Dann warten wir, bis es passiert. Dann warten wir, bis sich das ereignet. Nein, wir reagieren. Wir antworten auf das Wort. Das ist so entscheidend, dass wir antworten auf das Wort. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Das war eins der Schlüsselworte, die ich gebraucht habe, um in die Freiheit von Menschenfurcht zu kommen. Was kann mir ein Mensch tun? Jesus sagt, habt doch keine Angst. Das Schlimmste, was sie tun können, sie können euch töten. Habt doch keine Angst. Ja? Mehr als euch töten können sie nicht tun. Aber uns das Himmelreich wegnehmen und die ewige Gemeinschaft mit Gott. Niemand kann uns das wegnehmen. Niemand kann uns das wegnehmen. Das bedeutet, wir brauchen auch eine andere Perspektive in Bezug auf unser irdisches Leben. Und dass wir verstehen, das Eigentliche kommt danach. Ja? Und hier das irdische Leben zu verlieren, ist kein Unglück. Sondern Paulus sagt, das ist ein Segen, das ist eine Beförderung, dann ist er sofort beim Herrn. Und diese Wahrheiten, die uns so banal klingen, die sind absolut notwendig, dass sie wirklich ganz, ganz tief real werden für uns in den kommenden Kämpfen und Herausforderungen. Dass wir wirklich eine Gewissheit haben, die stärker ist als die Bedrohung des Todes. So, Gott hat gesprochen und jetzt können wir zuversichtlich sagen, nicht irgendwie, hoffentlich ist es auch für mich und hoffentlich kann ich das für mich auch in Anspruch nehmen. Ich bin nicht ganz sicher. Es war ja ein Wort vom Herrn an Josua. Nein, der Schreiber des Hebräerbriefes unter der Leitung des Heiligen Geistes nimmt diese Verheißung an Josua und sagt, die gilt jedem Gläubigen. Die gilt jedem Gläubigen. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist ein fester Anker in Zeiten der Not. Und das muss jetzt schon in unser Herz, in unser Inneres eingebaut werden. Und das geschieht, indem wir auf das Wort schauen und das Wort immer, immer, immer wieder aussprechen. Und nicht mechanisch irgendwie wie so eine Gebetsmühle irgendwie runterrattern, sondern wir achten darauf, dass wir das mit Dankbarkeit tun, dass wir das mit Zuversicht tun, dass wir dafür sorgen, dass in uns Emotionen der Dankbarkeit, der Zuversicht, der Geborgenheit, der Sicherheit entstehen im Zusammenhang mit solchen Worten hier. Darum geht es. Aber es geschieht durch das Sprechen des Wortes. Wir haben schon gehört, Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Du musst nicht auf die nächste Predigt warten, du kannst heute Abend das Wort hören aus deinem eigenen Munde. Du hörst das Wort und der Heilige Geist macht dieses Wort lebendig und dann wirst du in deiner eigenen Stimme die Zuversicht, die Kraft, die Stärke Gottes erleben und das wird dich aufbauen. Das war der Schlüssel zum Erfolg, den David hatte und den Josua hatte. Und am Ende seines Lebens, David schärft es dann dem Salomo ein und sagt, das musst du tun. Genauso musst du mit dem Wort umgehen. Und er hat ihm dieses Geheimnis des Erfolges mitgeteilt und hat gesagt, so wie es im Gesetz geschrieben steht. So, lass uns einmal anschauen, was Gott dort gesagt hat in Bezug auf zukünftige Könige. Lass uns gehen zu lesen wir erstmal hier die letzten Worte von David. Genau, super. Ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei nun stark und sei ein Mann. Das ist 1. Könige Kapitel 2. Jetzt kommt Vers 3. Und befolge die Anordnung des Herrn deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, damit du gelingen hast. Erfolg. Damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. So, jetzt lass uns hingehen zu dieser Anweisung, auf die David sich bezogen hat. Also dieses Nachsinnen über das Wort war gar keine Erfindung von David, sondern er hat es auch selber aus dem Gesetz, hat es angewandt in seinem Leben und hat den Segen Gottes erlebt. Und dann gibt er das als Vermächtnis seinem Sohn Salomo dann weiter. Jetzt gehen wir zu dieser Schlüsselstelle, in der das beschrieben steht, 5. Mose Kapitel 17, 5. Mose 17. Und das ist das Gesetz,
über den zukünftigen König. Also Gott hat schon eine Anordnung gegeben, wenn Israel eines Tages sagen wird, ja, wir wollen auch einen König haben, so wie die anderen Nationen. Und Gott sagt, okay, meinetwegen, aber dann wenigstens das ist, was der König beachten muss. Wenn er dann, 5. Mose 17, Abvers 18, wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte des Gesetzes und diese Satzung bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, welcher weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Das war die Anweisung für den König. Also auch wieder dieses intensive Leben mit dem Wort Gottes und immer wieder sich damit beschäftigen, alle Tage seines Lebens. Und dann kommen so wunderbare Verheißungen, was das für Folgen haben wird, was das für Segnung haben wird, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Durch das Wort Gottes, das ist eine der größten Segnungen des Wortes Gottes, durch das Wort Gottes lernen wir, wenn wir es richtig anwenden, den Herrn zu fürchten. Natürlich, die Pharisäer haben das nie gelernt, weil sie die falsche Voraussetzung hatten. Aber wenn wir unter der richtigen Voraussetzung mit einem aufrichtigen Herzen uns dem Wort hingeben und nicht es irgendwie so biegen wollen für unsere selbstsüchtigen Absichten, dann können wir aus dem Wort Gottes diese Kunst lernen, die so, so fundamental wichtig ist, zu lernen, Gott zu fürchten. Gott zu fürchten. Wer hat schon mal ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn gemacht? Darf ich mal die Hände sehen? Uiuiui, das sind aber viel zu wenige. Ich werde ein paar wichtige Dinge sagen über die Furcht des Herrn. Und dann wirst du beschließen, okay, ich muss das selber sehen in meiner Bibel. Das klingt ja unglaublich, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Und dann verstehst du, was du brauchst, was der Schlüssel ist für eine lebendige Beziehung mit dem Herrn. Das ist die Furcht des Herrn. Du brauchst nichts anderes. Du brauchst die Furcht des Herrn. Und diese Furcht des Herrn kommt aus der Hingabe, aus der Beschäftigung mit dem Worte Gottes. Daraus kommt die Furcht des Herrn. So, wir lernen den Herrn zu fürchten, heißt es hier. Wir lernen den Herrn zu fürchten durch diesen Umgang mit dem Wort Gottes. Und diese Haltung, diese Herzenshaltung der Furcht des Herrn, das ist das Schlüsselelement in einer wirklichen Beziehung zum Herrn. Wir können wirklichen Glauben nicht verstehen, wenn wir nicht begreifen, was die Furcht des Herrn ist. Die Furcht des Herrn könnte man so beschreiben, es ist die Gesinnung Jesu. Das ist, wie Jesus auf der Erde mit dem Vater gelebt hat, vor dem Vater gelebt hat. Was war seine Gesinnung? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst, alles war ausgerichtet auf eins, dem Vater zu gefallen. Nicht Vorteile zu suchen, nicht irgendwie einen leichten Weg zu haben, nicht irgendwie Konflikten aus dem Weg zu gehen oder Konflikte irgendwie zu vermeiden, zu verhindern. Sein Ziel war, Gott zu erfreuen, Gott zu verherrlichen in allen Bereichen. Und nicht zurückzuschrecken, wenn der Vater ihm Aufträge gibt, von denen er genau wisst, das gibt wieder Trouble, das gibt wieder Konfrontation, das gibt wieder einen Schock im religiösen Establishment. Und nicht zu sagen, oh, ich habe genug Konflikte, ich will mal meine Ruhe haben. Vater, das ist eine gute Idee, aber ich glaube, ich tue es jetzt lieber nicht. Jesus hat immer getan, was er den Vater tun sah und was der Vater ihm beauftragt hat und hat nie spekuliert, ja, aber wenn ich das wirklich sage, was ich sagen soll, dann gibt es Ärger. Und das ist der Unterschied zwischen der Furcht des Herrn und der Menschenfurcht. Menschenfurcht sagt, okay, das und das sollte ich jetzt tun, sagt die Bibel, aber wenn ich das tue, dann passiert das und das, also lieber nicht.
Und dann kommen noch andere und bestätigen uns und sagen, ja, lass uns ganz weise sein. Ja? Und diese Menschenweisheit ist nichts anderes als Feigheit vor dem Feind. Nichts anderes. Es ist nur Selbstschutz. Und Jesus hat nie mit dieser Idee von Selbstschutz agiert, sondern er ging in Situationen rein. Er weiß doch, wenn er in das Haus vom Pharisäer kommt und statt freundlicher Begrüßung und oh, die Suppe schmeckt lecker, sagt er, ihr Heuchler, ihr Narren. Da kann er sich doch ausrechnen, dass die nicht amused sind, dass die nicht gerade begeistert sind und irgendwie sich total freuen. Ja? Wenn er sie getünchte Gräber nennt, Heuchler, ja, Schlangenbrut. Das kann man sich doch vorstellen, dass sie sich auf den Zeh getreten fühlen, dass sie das nicht als Kompliment angesehen haben und dass sie entsprechend reagieren. Und Jesus hat nie taktiert, sondern sagt, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und wenn es jetzt den nächsten Skandal gibt, dann gibt es Skandal. Und das ist der große Unterschied zwischen uns heute und zwischen Jesus. Wir wollen immer weise sein, wir wollen immer Konfrontation und immer Konflikte und Skandale vermeiden. Immer akzeptabel sein, immer unanstößig sein. Jesus hatte nie diese Idee. Ja? Der konnte sich doch ausrechnen, was da passiert, wenn er da in den Tempel stürmt mit einer Geißel und da die ganzen Viecher alle raustreibt und die Tische umstößt von den Wechslern und dort einfach wie so eine Furie da durchgeht. Der kann sich doch vorstellen, das ist am nächsten Tag Schlagzeile in der Jerusalem-Bild-Zeitung. Das ist doch logisch. Ja, das gibt einen Riesenskandal. Ja, und die geistlichen Leiter sind alles andere als erfreut. Ja. Aber er hat nie taktiert, sondern hat gesagt, ich tue, was ich tun soll. Ich tue das, was der Vater mir gegeben hat, weil mein Verlangen ist, ihn zu erfreuen. Und wenn ihn zu erfreuen bedeutet, dass ich Menschen auf den Zeh trete, dann soll es so sein. Mögen sie es genießen. Aber nie ein Taktieren, nie ein sich schützen. Und wenn wir wieder eine Stimme haben wollen, wenn wir wieder eine Kraft haben wollen auf unsere Gesellschaft, dann gibt es nur einen Weg, die Furcht des Herrn. Und durch die Furcht des Herrn frei werden von dieser elenden Sucht, Menschen zu gefallen. Es gibt keinen anderen Weg. Solange wir angepasst sein wollen und wollen nett sein, wollen akzeptiert sein, wird es niemals eine geistliche Reformation und Revolution geben. Das wird niemals stattfinden. Und das war die Gesinnung von Jesus. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Also Furcht des Herrn ist, ein Herz zu haben, ausgerichtet auf den Vater und das zu tun, was er getan haben möchte, ohne Rücksicht auf unsere eigenen Vor- oder Nachteile. Ihn zu erfreuen, ihn wohl zu gefallen. Das ist, was Paulus den Leuten gelehrt hat. Er hat sie gelehrt, 1. Thessalonicher 4,1, wie man Gott gefallen soll. Wie man Gott gefallen soll. Und es ist immer dieser Konflikt zwischen Menschen gefallen oder Gott gefallen. Ja? Und manche irgendwie, die merken, ja, Menschenfurcht ist mein großes Problem, die denken irgendwie, ja, ich bin irgendwie gefangen, da ist eine Angst, da ist irgendwie etwas, was mich irgendwie beherrschen will. Nein, wer in Menschenfurcht ist, ist nicht ein Opfer, er ist ein Täter. Er hat eine falsche Wahl getroffen, die er noch nicht korrigiert hat. Er hat immer noch diese Herzensausrichtung, ich will, dass alle gut zu mir sind, dass alle mit mir zufrieden sind, dass alle mich akzeptieren, dass alle mich nett finden, dass alle lieb zu mir sind. Und Jesus hat gesagt, wenn wir ihm nachfolgen, wir werden gehasst werden. Wir werden Widerstand haben. Wir werden erleben, dass Menschen sich gegen uns wenden. Das hat er uns versprochen. Und wir versuchen, das zu vermeiden. Und deswegen kommen wir ab vom geraden, vom klaren Weg. Und die Antwort auf Menschenfurcht ist nicht, gegen Menschenfurcht zu kämpfen, sondern die Furcht des Herrn zu wählen. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Das Böse ist die Menschenfurcht, die Menschengefälligkeit, sind ja zwei Seiten einer selben Medaille. Und die Antwort ist Gottes Furcht. Wenn wir darum beten und uns danach ausstrecken, dass diese Gottesfurcht in uns hervorkommt, dann verschwindet die Menschenfurcht. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Befreiungsdienst von Menschenfurcht. Es ist kein Geist, das ist ganz tief in uns drin.
Und das kann nur verändert werden, wenn unser Herz verändert wird. Und unser Herz wird verändert durch den Heiligen Geist, durch das Wort. Durch das Wort lernst du, den Herrn zu fürchten. Halleluja. Das ist, was hier Gott verheißt. Damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist die Furcht des Herrn, sagt die Bibel. Aber wir wollen aus dem Wort Gottes verstehen, dass es Dinge gibt, Verhaltensweisen, Herzenshaltung, mit denen wir Gott verunehren, mit denen wir ihn beleidigen, mit denen wir ihn kränken, mit denen wir ihn betrüben. Und die Furcht des Herrn ist, dass wir so auf Gott ausgerichtet sind, weil wir seine Güte erkannt haben, weil wir seine Liebe mehr und mehr erkennen. Wir wollen ihn nicht mehr beleidigen. Wir wollen ihn nicht kränken. Gott sagt ja irgendwo im Alten Testament, ihr habt mich gekränkt mit euren Götzen. Gibt es auch heute in Europa Götzen oder gibt es sie nur in Afrika? Oh ja, Paulus sagt, Habsucht ist Götzendienst. Wir haben falsche Vorstellungen von Götzendienst, deswegen sehen wir die Götzen nicht. Wenn wir biblische Begriffe benutzen und wenn wir in die biblische Denkweise hineinkommen, dann sehen wir die Götzen überall und mitten in der Gemeinde. Mitten in der Gemeinde. Und das ist der Skandal. Und wir brauchen wieder diesen ungezähmten Jesus, der in den Tempel kommt und mit der Peitsche all das religiöse Zeugs raustreibt. Und klare Worte spricht, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Ja? Aber es soll doch für ihn sein, es soll doch ihn ehren, es soll ihn verherrlichen. Kühnheit kommt aus der Furcht des Herrn. Und wir brauchen wieder Menschen, die kühn für die Wahrheit stehen und die keine Angst haben, was das Establishment sich ausdenken könnte, um uns zu ächten, um uns auszugrenzen, um uns zu bestrafen oder sonst irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Wir brauchen wieder Menschen, die sagen, ich stehe vor Gott. So wie Elia. Er steht vor dem König Ahab und was sagt er? So wahr der Herr mein Gott lebt, vor dem ich stehe. Was für eine Frechheit. Der steht direkt vor dem König und sagt, ich stehe vor Gott. Ich stehe nicht vor dir, König. Ich stehe vor Gott. Und Ahab hat gemerkt, den kann ich nicht irgendwie einsacken und einschüchtern. Isabel hat es dann doch geschafft hinterher, aber zunächst einmal vor Ahab, er war stark, er war kühn, weil er wusste, er steht vor Gott, sogar wenn er vor einem König steht. Und er muss sich nicht einknicken und er muss nicht irgendwie kleine Brötchen backen. Das ist, was wir wieder brauchen. Und es wird eine Erweckung kommen der Furcht des Herrn, glaub es mir, weil das ist das Zentrum unserer Beziehung zu Gott. Und danke sei Gott für die Diener Gottes, die jetzt schon das betonen oder darüber wertvolle Bücher schreiben. Danke sei Gott, aber das ist erst ein Anfang. Und die Furcht des Herrn wird in die Gemeinde kommen. Und das wird eine heftige Konfrontation werden mit gewissen religiösen Establishments. Das wird eine heftige Konfrontation werden. Aber wir haben gelesen, Jesus oder gesungen, Jesus will die Braut reinigen und heiligen. Und am Ende wird dieses Menschengefällige wird keinen Platz mehr haben. Starkhold wird keinen Platz mehr haben in der Gemeinde. Fanclubs von irgendwelchen berühmten Predigern und Bestsellerautoren, das wird in der Gemeinde keinen Platz haben, weil wir alle verstehen, wir sind für ihn da. Wir schauen nicht auf Menschen. Wenn Gott uns segnet durch Menschen, wunderbar, aber dann wissen wir, es ist Gott und nicht dieser Mensch. Und wir schauen auf Gott und es wird so viel verändern, wenn die Furcht des Herrn wirklich kommt. Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und das ist tatsächlich unser Auftrag. Und viele, viele Christen haben überhaupt nicht das auf dem Schirm, dass sie gerufen sind zu hassen. Alleine schon, wenn man daherkommt und sagt, Gott ist ein hassender Gott. Die schauen sich an und sagen, wie, was, wie? Kann doch gar nicht sein, Gott ist Liebe. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, ein Nachahmer Jesu, dann muss das anfangen, in dir Gestalt zu gewinnen, dass du nicht nur das Gute liebst, sondern dass du auch das Böse hast. Und viele sind Pazifisten, sie wollen nicht hassen. Und sie sehen nicht Jesus, der voller Grimm ist auf das Böse. Und weil sie diesen Jesus nicht kennen, weil sie den nicht sehen, deswegen werden sie auch nicht in dieses Bild verwandelt.
Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Gott hasst Gesetzlosigkeit, wo sein Wort ignoriert wird, wo sein Wort angepasst wird an den Zeitgeist und wo man Kniefall macht vor dem Zeitgeist und wo man anfängt, das Böse gut zu nennen und das Gute böse zu nennen und all diese Verwirrung. Lass uns einmal zu Römer Kapitel 12 gehen. Vers 9, die Liebe sei unverfälscht. Die meisten Bibelübersetzungen sagen ungeheuchelt, aber dieses Wort hat auch genauso die Bedeutung unverfälscht. Und ich glaube, das trifft eigentlich den Sinn hier viel, viel besser. Die Liebe sei unverfälscht, weil es eine verfälschte Liebe gibt. Und das Merkmal der unverfälschten Liebe wird im nächsten Satz beschrieben. Das ist ein Satz, wie es viele, viele in der Bibel gibt, wo zwei Dinge aneinandergereiht werden. Und das Zweite erklärt das Erste. Die Liebe sei unverfälscht. Wie sieht das aus? Hasst das Böse. Hasst das Böse. So Gott fordert uns auf, Unzucht, Unreinheit, Pornografie, Heuchelei, Menschengefälligkeit zu hassen. Zuerst in unserem Leben und dann im Leben unserer Geschwister. Dazu fordert Gott uns auf. Und aus diesem Hass für das Böse kommt der Mut zur Konfrontation. Wenn Sünde nicht in der Gemeinde konfrontiert wird, kommt der Geist der Welt. Es geht nicht darum, ob wir alle perfekt sind, sondern es geht darum, dass Gott nicht toleriert, dass Menschen, die am Bösen festhalten, die einen ungöttlichen Lebensstil führen und führen wollen und überhaupt nicht davon abkommen wollen, dass die konfrontiert werden. Jesus lobt die Gemeinde von Ephesus. Und was sagt er? Du kannst Böse nicht ertragen. Heute gibt es viele Gemeinden, die sind so lieb, die sind so nett, die sind so tolerant, die können Böse ertragen. Aber Jesus sagt zur Gemeinde von Ephesus, dass er sie dafür ehrt und lobt, dass sie Böse nicht ertragen können. Und wohlgemerkt, Böse sind nicht willige Schwache, die fallen, sondern Böse sind Wissende, die sagen, ich weiß, was die Bibel sagt, aber das musst du anders sehen, das musst du mit den Augen der Liebe sehen, das musst du verstehen. Nein, Gott hat kein Verständnis für fortgesetzte, mutwillige Sünde. Gott hat kein Verständnis und er hat auch keine Gnade für diese Leute. Das ist auch so eine Idee. Gnade ist ohne Bedingungen für alle. Wo steht das in der Bibel, dass Gnade ohne Bedingungen ist? Dem Demütigen gibt er Gnade, dem Stolzen widersteht er und gibt keine Gnade. Das ist, was die Bibel lehrt. Aber wir haben uns einen Nikolaus Jesus gemacht, der so nett ist, der niemanden irgendwie wehtun könnte, der niemanden abweisen könnte. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Und all das wächst in uns, wenn wir danach uns ausstrecken, die Furcht des Herrn zu bekommen. Seit vielen, vielen Jahren ist das eins meiner häufigsten Gebete. Herr, gib mir ein Herz, das dich fürchtet. Gib mir ein Herz, das dich fürchtet. Und meine Fortschritte sind aus meiner Sicht erschreckend langsam, aber immerhin sie sind da. Und ich erlebe die Segnung und ich erlebe auch das, was versprochen ist, was kommen wird, wenn wir nicht mehr auf Menschen eingehen und menschengefällig sind. Die Liebe sei unverfälscht, hasst das Böse, hangt dem Guten an. Zweite Mose 20, Vers 20, dort heißt es, dass wir den Herrn fürchten und durch die Furcht des Herrn nicht weichen vom Herrn, nicht weichen. Ja, aber wir weichen vom Bösen durch die Furcht des Herrn. Ach, hier ist auch die Schriftstelle, Sprüche 16, 6 im zweiten Teil. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und diejenigen, die von euch da waren im Juli, da habe ich das ganze Seminar nur über frei von der Macht der Sünde gesprochen. Und da war auch der zentrale Punkt eben die Furcht des Herrn. Sünde wird nicht überwunden durch Willenskraft. Sünde wird überwunden durch ein neues Herz,
ein Herz, das mit Gott übereinstimmt. Die Dinge, die du hast, wenn du in Pornografie gebunden bist und Gott schenkt dir die Gnade, dass dir die Augen aufgetan werden, was du da mit dir antust, deiner Frau antust, was du deiner Gemeinde antust, wenn dir die Augen aufgetan werden, wie du damit Gott beleidigst und verunehrst, du wirst lernen, das zu hassen. Und weil du lernst, Sünde zu hassen, wirst du davon Abstand nehmen. Und Sieg über Sünde kommt durch die Furcht des Herrn. Weil du das nicht mehr tolerierst und sagst, ja, es gibt lustvolle Gedanken, aber was ist dahinter? Was ist das Kleingedruckte, was ich mir einhandle? Und was mache ich damit mit Gott? Und was tue ich Gott an? Und das ist mir wichtiger als meine momentane Lust, die ja sowieso nur ein Ersatz ist für die Leere, die ich in mir habe. Und weil es so wenig Furcht des Herrn gibt, deswegen gibt es so eine Seuche von Pornografie in den Gemeinden. Das ist eine der Verwirrung durch YouTube ist in meinen Augen Pornografie einer der schlimmsten Glaubenskiller, den wir überhaupt zurzeit erleben in der Gemeindewelt. Wir können nicht ein reine innige Beziehung der Geborgenheit und der Wertschätzung und des Friedens haben mit Gott, wenn diese Sünden in unserem Leben sind. Das ist völlig unmöglich. Und wenn die Furcht des Herrn wieder erkannt wird als Schatz, irgendwo in Jesaja ist von der Gemeinde gesprochen, dann in der Endzeit, ja, welche Segnung, Fülle von Heil und Segnung hat sie, aber ihr Schatz ist die Furcht des Herrn, ihr Schatz. Sie wissen, das ist der Grund, warum sie die Fülle von Heil und von Segen haben, weil sie die Furcht des Herrn haben. Und das wird wieder kommen, ihr Lieben, das wird wieder kommen. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses der Vorbereitung der Braut, dass die Furcht des Herrn wieder Zentrum wird. Und viele sind so unkundig und haben noch nie das studiert. Und wenn sie Furcht des Herrn hören, dann denken sie an Altes Testament und sie haben noch nie verstanden die zentrale Stellung, die die Furcht des Herrn hat, mitten im Neuen Testament. Die Heiligung wird vollendet durch die Furcht des Herrn, nicht durch Willenskraft, durch die Furcht des Herrn. Lass uns einmal zu Sprüche Kapitel 2 gehen. Sprüche Kapitel 2, ein ganzes wunderbares Kapitel, was auch diese Haltung der Sehnsucht und der Hingabe und des Fleißes vor allen Dingen gegenüber dem Wort Gottes beschreibt. Und dann sehen wir, was für gewaltige Konsequenzen sich daraus ergeben. Sprüche Kapitel 2, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst, und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest, also dich demütigst und anerkennst, das, was du haben solltest, hast du nicht. Du verstehst noch nicht mal die geistlichen Zusammenhänge. Du bist wirklich geistlich arm. Wenn du um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forscht wie nach Schätzen. Das ist die Haltung, die wir kultivieren sollen. Dieses Graben, Forschen, Fragen, Suchen, Begehren und Wertschätzen der geistlichen Worte, die Gott uns gibt, die uns zum Leben führen. So dreimal hast du hier wenn du. Und dann kommt dieses herrliche Wort, dann. Wenn du, dann er. Was passiert dann? Wie wird Gott reagieren auf diesen Lebensstil des Hungers nach dem Wort? Jesus sagt, selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. In ihrem eigenen Leben, im Leben ihres Umkreises, ihres christlichen Umkreises, ihrer Gemeinde und dann auch gemessen oder bezogen auf diesen Planeten. Hunger nach Gerechtigkeit. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Und das ist nicht gemeint natürlich ein intellektuelles Begreifen. Ich habe ja vorhin eben definiert, was Furcht des Herrn ist. Das kann man sich anhören und das kann man sich merken, das kann man sich aufschreiben, dann kann man es wiederholen. Aber denke nicht, dann hast du die Furcht des Herrn verstanden.
Du hast Worte über die Furcht des Herrn verstanden, aber nicht die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn kommt nicht als ein theoretisches Konzept, sondern kommt durch ein Wundereingriff Gottes in deinem Herzen, dass dein Herz im tiefsten Innern, in der Motivation, in der Sehnsucht, in den Zielen, in den Werten verändert wird. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Das heißt, du wirst sie erleben, du wirst sie genießen, du wirst es ausleben können, was die Furcht des Herrn ist. Und guck mal, was dann kommt. Und die Erkenntnis Gottes erlangen. Haben wir nicht vorhin gehört von den Pharisäern, die so fleißig im Wort sind und keinen Plan hatten? Der Erlöser stand vor ihnen, über den sie ja alles wussten, und sie erkannten ihn nicht. Genau aus diesen Gründen, weil keine Furcht des Herrn war. Und aus der Furcht des Herrn kommt die wirkliche Erkenntnis Gottes. Und diese Erkenntnis, von der hier die Schrift redet und Paulus redet viele Male von dieser Erkenntnis, das ist die Erkenntnis durch Begegnung, durch Erfahrung, nicht durch Bücherlesen, nicht durch irgendwelche Gedanken, die wir uns so machen, sondern Begegnung mit Gott. Und das ist der Grund, warum wir in unseren Seminaren so einen Wert darauf legen, dass wir viel Zeit haben in der Gegenwart Gottes, damit wir rauskommen aus unserer religiösen Routine und dass wir diese Zeit, die wir da haben vor Gott, wirklich nutzen und lernen, unser Herz zu geben. Eine Anbetung, in der wir nicht unser Herz geben, ist Gott ein Greuel. Und er würde das sagen, was er im Alten Testament sagt: Tut mir weg das Geplärr eurer Lieder. Und das geschieht heute in vielen, vielen Gemeinden. Lieder werden gesungen, einfach als musikalische Umrahmung, aber nicht als der Höhepunkt des Gottesdienstes. Wir kommen jetzt in die Gegenwart Gottes, wir geben ihm unser Herz und wir suchen ihn, wir strecken uns nach ihm aus, wir wollen ihn berühren, wir wollen von ihm berührt werden, wie Paulus das sagt, ihn suchen, tastend fühlen. Für viele ist das überhaupt nicht ein Konzept ihrer Beziehung zu Gott, Gott zu fühlen. Aber die Bibel redet davon, dass wir Gott fühlen sollen. Und wenn in deinem Glaubensleben sich da nichts tut mit Gefühlen in Bezug auf Gott, dann fang an, diese Dinge zu tun, die ich hier lehre. Und dann reden wir 2 Jahre später weiter. Das Herz ist verhärtet durch die Sünde. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und das Wort und weicht unser Herz wieder auf. Irgendjemand hatte am Anfang ein Bild von Herzen, die mit einem Eispanzer umschlossen waren. Und dieser Eispanzer schmilzt und wir werden fähig, die Gegenwart Gottes zu erleben, zu genießen und dadurch gesund zu werden, dadurch normal zu werden, dadurch frei zu werden, verändert zu werden von all unseren religiösen Klischees. So, die Furcht des Herrn ist die Voraussetzung, um Gott kennenzulernen. Und wenn die Furcht des Herrn nicht da ist, kann man schöne Gedanken machen, kann man viele Bibelzitate bringen über biblische Wahrheiten. Und derjenige, der Gott wirklich kennt, der spürt, hier redet einer wie ein Blinder von Farbe. Hier redet einer, der nur Theorie kennt, aber nicht die Begegnung mit einem heiligen Gott kennt. Wenn du Gott kennenlernst, du hörst das. Du spürst das. Ich weiß nicht, ob du schon mal Kassetten gehört hast von irgendwelchen professionellen Schauspielern, die die Bibel vorlesen. Da hörst du das. Das sind Profisprecher. Die können exakt betonen, die können alles gut sprechen. Und doch merkst du, wenn sie nur das Wort Jesus aussprechen, wenn sie nur das Wort Herr aussprechen, wenn sie das Wort Gott aussprechen, die kennen diesen Gott nicht. Sie machen nur ihren Job. Sie lesen die Bibel und morgen lesen sie irgendwas anderes vor und verdienen damit ihr Geld. Aber es fehlt dieses, was man schwer mit Worten beschreiben kann, es fehlt dieses, ja, der kennt Gott, der geht mit Gott. Und wir haben heute so viel haufenweise Verkündigung von Menschen, die Gott nicht kennen. Du kannst das arrogant nennen, das ist mir vollkommen wurscht. Das ist die Realität, die einfach zu finden ist an vielen, vielen Stellen. Religiöse Schwätzer, die vielleicht sogar richtige Dinge sagen, aber nicht
aus Erfahrung. Und deswegen benutzt der Heilige Geist das nicht. Und er kann nicht surfen auf diesen Worten. Und da ist keine Salbung da. Und da ist keine Belebung. Da ist kein Herzerwärmen. Da ist kein, wow, ja, yes, genau, Amen, das ist, was ich will. Sondern es ist einfach nur ein Geplätscher von Worten. Und das hilft nicht weiter. Sondern was hilft, ist, dass wir selber ins Wort gehen und durch das Wort in dieser Haltung, wie es hier beschrieben steht, Zeit verbringen mit dem Wort und uns da hineingraben und forschen und suchen und fragen und unser Herz geben, dass das Wort unser Herz treffen kann, schneiden kann, prägen kann, erfrischen kann, beleben kann. Durch die Furcht des Herrn wirst du die Erkenntnis Gottes gewinnen. Wie es in Sprüche 1 heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Vor der Furcht des Herrn passiert gar nichts, außer religiöses Geplänkel, was keine Kraft hat zu verändern. Erst wenn die Furcht des Herrn da ist, kommt Erkenntnis Gottes. Natürlich ist Sprüche 1,7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier ist Erkenntnis Gottes gemeint. Man kann alles Mögliche kennen und erforschen und kennenlernen und sich fortbilden und seinen Intellekt füttern mit allen möglichen Dingen. Aber hier ist die Erkenntnis Gottes gemeint. Und Erkenntnis Gottes kommt nur durch Furcht des Herrn. Und deswegen, wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich, worum ich zu beten habe. Dann weiß ich, was ich zu suchen habe. Dann ist nicht so mein Schrei, ich will Gott erkennen, sondern gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Ja? Psalm 86, ein so wunderbares Gebet. Moment, ich hab's gleich. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Der sucht nicht Geld, der sucht nicht Reichtum, der sucht nicht Ehre, der sucht nicht Likes bei YouTube. Was sucht er? Ein Herz, das Gott fürchtet. Das ist das eine Anliegen, was er hat, und darum betet er. Und viele sind so verzettelt in ihren geistlichen Wünschen und Gebetsanliegen und sie wollen zu viele Dinge auf einmal und oft das Wichtigste fehlt auf ihrer Gebetsliste. Und wenn du verstehst, was die Furcht des Herrn alles freisetzt, dann reduziert sich deine geistliche Wunschliste radikal und du hast als Oberstes und Erstes ein Herz, das Gott fürchtet. Lass uns zu Psalm 112 gehen und ich will euch noch ein bisschen mehr schmackhaft machen, die Furcht des Herrn. Und wie tun wir das, indem wir hineinschauen ins Wort Gottes, was das für gewaltige Segnung freisetzt. Psalm 112, wohl dem, der den Herrn fürchtet. Und jetzt kommt wieder ein zweiter Satz, der erklärt, was das beinhaltet und wie das aussieht und woran man das erkennen kann. Der große Freude hat an seinen Geboten. Eben in Sprüche 2 war auch Gebote ein Schlüsselwort. Ja? Nach den Geboten Gottes forschen, die Gebote Gottes betrachten und aufnehmen und verstehen und wertschätzen. Viele, wenn sie Worte wie Gebote hören oder Gehorsam, dann schrumpfen sie zusammen und fühlen sich irgendwie bedroht. Ja? Woran liegt das? Weil sie die Güte Gottes nicht sehen, weil sie nicht die Güte Gottes hinter den Geboten sehen. Gott gibt nicht Gebote, um uns Spaß zu verderben. Gott gibt uns nicht Gebote, um uns einzuengen, sondern Gott gibt uns Gebote, damit wir eine klare Markierung haben. Das ist die Mitte der Straße, auf der will ich gehen. Das ist mein Schutz, das ist mein Segen, das ist meine Hilfe, da ist meine Bewahrung vor den Angriffen des Feindes in der Mitte der Straße. Da, wo die Gebote Gottes hell leuchten.
Und Freude an den Geboten kommt, wenn wir über die Gebote nachdenken. Warum hat Gott Gebote gegeben? Warum hat Gott gesagt, zum Beispiel, belügt einander nicht, redet die Wahrheit einer mit dem anderen? Warum? Weil er will, dass wir in Gemeinschaft Geborgenheit haben. Dass wir sicher sind durch Freundschaften, durch Menschen, auf die wir uns verlassen können. Weil jemand, der lügt, hat keine Freunde. Er ist einsam. Und er muss immer Distanz halten, weil er Angst hat, irgendwann fliegen seine Lügen auf. Wer lügt, wer in der Lüge lebt, hat keine Freunde und ist einsam. So ist es nicht. Gott sagt, du sollst nicht lügen, sondern hier sollst du Gemeinschaft erleben, hier sollst du genießen, hier sollst du die Freiheit haben, den Schutz haben, die Sicherheit haben, dass da Menschen sind um dich herum, die dich lieb haben, die für dich da sind, die für dich sorgen, die sich um dich kümmern und die dir helfen und die dich unterstützen. So kannst du das mit allen Geboten machen und du siehst die Liebe, die Güte, die Weisheit Gottes hinter den Geboten. Nicht, weil er uns einengen will, sondern weil er uns die maximale Freiheit und Lebensgenuss geben will. Dafür hat er uns Gebote gegeben. Du brauchst eine positive Sicht und nicht eine Sicht, oh Gebote, ja, Gehorsam. Oh, je weniger ich davon höre, umso freier fühle ich mich. Was ist das für eine Mentalität? Das ist jemand, der Gott nicht wirklich kennt und der nicht seine Fürsorge kennt. Freude haben an den Geboten. Das ist ein Merkmal der Furcht des Herrn. Und schau mal, jetzt eine der Segnungen will ich jetzt herausheben. Es gibt noch viele, viele andere auch in diesem Psalm hier, aber eins will ich herausnehmen hier. Vers 7. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Vertrauen ist Gottes Antwort auf Furcht. Sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Angstfreiheit, Angst vor Unglücksbotschaften. Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Und es könnte sein, dass diese Zeit viel, viel näher ist, als wir uns das vorstellen. So, was ist die beste Vorbereitung? Vorräte anlegen, sich einen Dieselgenerator oder einen Benzingenerator anzuschaffen und Kerzen einzulagern und so weiter. Mag sinnvoll sein. Mag sinnvoll sein. Ich habe jetzt meinen Brunnen im Garten wieder aktiviert, der über Jahre nicht funktioniert hat. Ich habe meinen Brunnen aktiviert, weil ich sage, ich will Wasser haben. Wenn kein Wasser mehr kommt, ich werde Wasser haben. Und genug, dass ich auch den Nachbarn noch abgeben kann. Ich finde es sehr sinnvoll. Aber ich mache es nicht aus Panik und ich mache es nicht irgendwie in Erstarrung und Furcht vor diesen Dingen, die da kommen. Aber die wichtigste Vorbereitung auf die kommenden Tage der Bedrängnis. Jesus sagt, eine Bedrängnis wird kommen, wie sie niemals zuvor gewesen ist. Die wichtigste Vorbereitung ist, ein Herz zu haben, das Gott fürchtet. Und dann hast du keine Angst. Vor Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht. Und ich sage dir, wenn diese Bedrängnis kommt, auch viele Gläubige werden Buße tun und bitterlich weinen, dass sie die Zeit, die Gnadenzeit der Vorbereitung, wo man an sie appelliert hat, such ein Herz, das Gott fürchtet, nicht ernst genommen haben. Und sie werden hin und her geworfen von allen möglichen Ängsten und Sorgen und Bedrängnissen. Aber da wird es Menschen geben, Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann hebt eure Häupter. Da wird es Menschen geben, die mitten im Chaos voller Zuversicht sind. Und die wissen, jetzt ist die Erlösung ganz nah. Jetzt ist es ganz nah, dass Jesus wiederkommt. Und sie sind frei, sie müssen nicht um sich selber sich sorgen. Und deswegen sind sie frei, sich um die anderen zu kümmern. Und sind frei, die große Ernte einzubringen. In dieser Zeit der Bedrängnis, wenn alles erschüttert wird, was man nur erschüttern kann. Und jetzt müssen wir mal überlegen, gibt es noch irgendwelche Dinge, die man nicht erschüttern kann? Unser Rentensystem, unser Wirtschaftssystem, unser Finanzsystem, unser Gesundheitssystem. Alles wird im Moment erschüttert. Da ist kaum noch was da, was nicht erschüttert wird. Und wenn diese Zeit kommt, wo alles erschüttert ist, wir stehen.
Wir stehen fest. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir stehen auf den Worten des Herrn und wir sind fest. Und wir können den anderen die Hand reichen und sagen, das ist der Weg zu Gott. Das ist die Erlösung. Die Bibel lehrt, dass in dieser großen Trübsal, in der Zeit der großen Bedrängnis, eine riesige Ernte von Menschen hineinkommen wird in das Reich Gottes. Und da gibt es keine Bemerkung, aber das passiert nur in Afrika und in Asien. Nein, aus allen Nationen, Österreicher, Deutsche, Schweizer, aus allen Nationen werden in großer Schar Menschen gerettet werden. Und irgendwer muss da sein, der sich nicht um sich und um seine Nahrung für morgen kümmert, sondern der fest ist und dem Herrn vertraut und sagt, komm, ich zeig dir, wie du jetzt einen Crashkurs kriegst, wie du Gott kennenlernst und wie du ein tiefes Vertrauen bekommst zu ihm und wie du fest wirst. Und das sind die, die jetzt schon das gelernt haben, die diese Zeit der Gnade genutzt haben, ein Herz zu suchen, was Gott fürchtet. Und dann sind sie fähig, anderen zu dienen. Wie Daniel das prophezeit hat, die ihren Gott kennen, werden stark sich stark erweisen und werden die vielen unterweisen. Die ihren Gott kennen, werden sich als stark erweisen und werden die vielen unterweisen. Das sind die Erntearbeiter, die der Herr jetzt vorbereitet. Und ein wesentliches Element der Vorbereitung ist, das Verständnis zu bekommen aus der Schrift über diesen unschätzbaren Segen der Frucht des Herrn. Das ist die sicherste, beste Vorbereitung auf Zeiten von Schwierigkeit und Herausforderung und Ängsten und Not und all den Dingen, die sich da abzeichnen am Horizont. Und das spielt keine Rolle, ob diese Dinge erst in 2, 3 Jahren passieren oder in 10 Jahren. Das spielt keine Rolle. Diese Dinge werden kommen. Und wir müssen uns vorbereiten. Wir können uns vorbereiten. Wir hören das Wort Gottes. Ein Herz, das Gott fürchtet, ist fest. Es vertraut auf den Herrn. Es fürchtet sich nicht vor bösen Nachrichten. Ist es nicht kostbar? Ist es nicht wichtig? Sollte das nicht auf unserer Liste ganz oben sein? Sollten wir nicht anfangen zu beten wie Psalm 36? Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist das Allerwichtigste in dieser Zeit jetzt. Es war immer wichtig und es war immer das Wichtigste, aber es war noch nie so wichtig wie heute. Ja? Weil diese Zeichen am Horizont da sind, die Anzeichen, dass bald Trouble kommen wird, dass bald große Schwierigkeiten kommen. Lass uns noch einmal zurückgehen zu Sprüche Kapitel 2. Ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges ausgelassen, das fällt mir jetzt gerade ein. Einen ganz, ganz wichtigen Segen, der auch aus dieser Beziehung mit dem Herrn kommt, aus dieser Geborgenheit, aus dieser Sicherheit, aus dieser Zuversicht. Lass uns noch einmal gehen zu Sprüche Kapitel 2. Und da haben wir gesehen, aus dieser Hingabe an die Gebote kommt und dieses Forschen und Suchen und Graben, daraus kommt das Verständnis der Furcht des Herrn und daraus kommt die Erkenntnis Gottes. Und wenn das da ist, was wird dann passieren? Vers 11, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Halleluja. Du tust nicht Entscheidungen aus Angst oder aus einer überwältigenden Kraft von Lust, sondern du tust Entscheidungen aus einer Besonnenheit, aus einer Nüchternheit, aus einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und du triffst die richtigen, die segensbringenden Entscheidungen und nicht die verrückten, die kaputten, krankmachenden und fluchbringenden Entscheidungen im Leben. Unser ganzes Leben ist eine Serie von Entscheidungen. Und entweder wir treffen Entscheidungen in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, dann steigen wir auf und das Licht scheint und wir werden heller und heller, heller und klarer und gesegneter. Oder wir treffen Entscheidungen gemäß unserer eigenen Lust und wir kommen in immer mehr Verwirrung und immer mehr Probleme. Es ist eigentlich so einfach. Ja? Wir machen ab und zu dieses Seminar, das Leben auf die Reihe kriegen, da erklären wir das. Es geht um Entscheidungen. Auf welcher Grundlage triffst du welche Entscheidung? Und die allermeisten Entscheidungen sind ganz kleine Entscheidungen. Die großen Entscheidungen triffst du 2, 3 Mal im Leben. Wen heiratest du? Was machst du für einen Beruf?
und so weiter. Aber die kleinen Entscheidungen, stehe ich jetzt auf, überwinde ich jetzt mein Fleisch, suche ich jetzt den Herrn, tue ich jetzt, was Gott mir geboten hat, nehme ich mein Kreuz täglich. Die kleinen Entscheidungen, die prägen dein Leben, nicht die großen. Die kleinen Entscheidungen, und die sind für uns so unwichtig, dass wir irgendwie uns damit gar nicht beschäftigen wollen. Aber das Wort Gottes sagt, wir sollen genau hinschauen, wie wir wandeln. Warum tun wir, was wir tun? Warum wählen wir Trägheit, Passivität, Gleichgültigkeit, Faulheit gegenüber den geistlichen Disziplinen und Aufgaben, die das Wort Gottes uns stellt? Und hier haben wir, Besonnenheit wird dich behüten. Da wird jemand da sein, der wacht über dir. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Und er wird, wenn du in Gefahr bist, dumme, falsche, fluchbringende Entscheidungen zu treffen, der wird dich warnen, er wird da sein. Er wird wachen über dir. Er sagt, überleg's dir nochmal. Und du kannst Entscheidungen treffen in Übereinstimmung mit dem gesunden, heilsamen, segensbringenden Wegen Gottes und Worten Gottes. Wir brauchen jemanden, der auf uns aufpasst. Wenn ein Jünger Jesu an dem Punkt gekommen ist, dass er verstanden hat, er braucht jemanden, der auf ihn aufpasst, dann hat er schon einen großen Schritt vorwärts gemacht. Viele glauben, sie können alles alleine machen. Sie brauchen niemanden, der auf sie aufpasst. Nein, wir brauchen den Beistand, den Helfer, den Heiligen Geist, der uns warnt, der uns mahnt, der uns erzieht, der uns prägt. Das brauchen wir. Halleluja, Halleluja. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Was für ein Gebet. Man könnte sich das anstreichen, man könnte sich vornehmen, auch wenn ich mir das noch nicht so richtig vorstellen kann, was dann passieren wird, aber ich sehe einfach, das macht Sinn, das hat schon irgendwie Klick gemacht bei mir. Ich fange an, dieses Gebet immer wieder zu beten. Und dann sprechen wir uns 2 Jahre später wieder. Und dann sagst du, du glaubst nicht, was in meinem Leben passiert ist. Und du glaubst nicht, aus welchen religiösen Irrtümern und Verwirrungen und Durcheinander Gott mich herausgeführt hat. Und wie viel Klarheit in meinem Leben jetzt ist und wie viel Einfachheit. Und wie das Ganze alles so einfach geworden ist. Kompliziert wird das Leben durch die Sünde. Aber wenn die Ordnung Gottes aufgerichtet ist, es wird so einfach. Es ist schon entschieden, wohin wir unsere Augen richten werden. Es ist schon entschieden, mit wem wir uns befreunden werden, wen wir nah an uns heranlassen werden. Es ist schon entschieden, werden wir bei der nächsten Steuererklärung betrügen oder nicht. Es ist alles schon entschieden. Wir gehen nur nach dem Wort und wir bleiben auf der Spur des Segens. Es ist so einfach. Der Sünder macht es sich kompliziert. Aber für den Heiligen ist es total einfach und wird immer einfacher. Mein Leben wird immer einfacher. Oh, was war mein Leben kompliziert. Und es wird immer einfacher. Es wird immer einfacher. Ja? Weil Gott ist nicht kompliziert. Gott ist einfach. Gott ist klar. Gott ist eindeutig. Und wenn wir ihn kennenlernen und mit ihm gehen, dann übernehmen wir seine Natur. Und wir werden auch das werden. Halleluja. Halleluja. Ich denke, das ist genug für heute. Ach komm, hier ist noch eine schöne Sprüche 14, 26. In der Furcht des Herrn, das hatten wir mit anderen Worten auch schon, in der Furcht des Herrn ist starkes Vertrauen. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Sprüche 14, 26. So wollen wir weise sein. Wollen wir vorausdenken und nicht sagen, oh, ich mag nicht an die Zukunft denken, das macht mir so viel Angst. Ob du Angst hast vor der Zukunft oder nicht, das ändert die Zukunft nicht. Aber ob du angstfrei in die Zukunft gehst, das entscheidest du und nicht die Zukunft. Und nicht die ängstlichen oder angsteinflößenden Ereignisse und Dinge, die da angekündigt sind. Sondern du entscheidest, ob dein Herz fest ist. Jesus hat gesagt, also die Heiden verschmachten vor Furcht. Und dann redet er zu den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Und dieses Wort bedeutet hin und her geschüttelt. Nein, unser Herz wird nicht hin und her geschüttelt, sondern unser Herz ist fest und es vertraut auf den Herrn und wir sind voller Zuversicht. Auch wenn wir in Situationen sind, wo wir keine Antworten haben und wo wir nicht wissen, wie der nächste Tag gehen soll oder wo unser Essen herkommt oder irgendwas. Gott wird für die, die ihn fürchten, in dieser Zeit der Bedrängnis, der großen Trübsal, Wunder tun. Dagegen ist das, was er getan hat in Ägypten, Kleinigkeiten. Wo er sein Volk mitten in der Katastrophe bewahrt hat. Ja?
Er wollte Gericht bringen über Ägypten und hat nicht gesagt, erst hole ich meine Leute raus und dann prasselt der Gerichtshagel runter. Nein, mitten in Ägypten blieben sie und wurden bewahrt. Und es war finster in den Hütten der Ägypter und sie hatten Licht. Und das Vieh starb bei den Ägyptern und bei ihnen war alles noch quicklebendig. Sie haben den Segen Gottes erlebt, mitten im Gericht. Und das ist auch das Schicksal oder der Weg der Gemeinde. Weil dadurch wird die Gemeinde ein lebendiger Beweis. Es gibt einen Gott im Himmel und die Bibel ist wahr und man kann sich auf diesen Gott verlassen. Unser Zeugnis wird glaubwürdig, unsere Predigt wird glaubwürdig durch das, was wir an Segnungen vorweisen können. Und noch unsere Nachbarn mitsegnen können. Weil wir Überfluss haben, übernatürlich, das wird geschehen. Ich bin so dankbar, dass Gott, obwohl es nicht einfach war, am Anfang unserer Ehe uns 3 Jahre gegeben hat, wo wir nicht wussten, wovon wir leben sollen und wie wir uns ernähren sollten und wirklich wie dieses Gebet oftmals gebetet haben, unser tägliches Brot gib uns heute. Und 3 Jahre lang haben wir Wunder über Wunder erlebt. Ihr könnt ein ganzes Buch schreiben, wie Gott uns übernatürlich versorgt hat. So, ich weiß, Gott kann, auch in einer modernen Zivilisation, wo alles geregelt ist, Gott kann Wunder der Versorgung und des Schutzes geben. Gott ist nicht begrenzt. Und diesen Gott wollen wir auf unserer Seite haben, indem wir auf seiner Seite sind. Ein Herz haben, das ihn fürchtet. Halleluja. Okay, seid gesegnet. Das war's für heute. Morgen früh geht's weiter.